So, dann haben wir. Oben ein Sonne Drittstufe hingesetzt, ja, nicht wahr? So, dann haben wir, ja, wie haben wir das dann gemacht? Da ist dann noch einer drauf gekommen. Genau. Dann haben wir hier jeweils. Okay, dann muss ich nur noch ein Stück Zaun haben. Und zwar war das damals ja ganz normaler Buchenholzzaun. Ich glaube, sowas haben wir noch im Lager. Da gucke ich da mal. Habe ich noch einen mit? Nee, natürlich nicht. So, dann sollte das Ding aber auch fertig sein gleich. Ich glaube, wir haben uns diesmal wesentlich leichter getan als letztes Mal, da hat er mir ja, also ich kann mich daran erinnern, das war da außen drum, also eine tierische Konstruktion von, wie heißt das? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Gerüsten. So, mal hier. Zauntor, aber aus Eiche wollte ich ein Stück Zaun haben. Genau, und da kommt dann die Lampe drauf. Wir könnten natürlich auch jetzt Dings nehmen, wie heißt es, Fichte, aber wir haben ja den auch mit Zaun, mit Eichenzaun gemacht. Dann machen wir den jetzt auch mit Eichenzaun, damit das ähnlich ist. Ja, wo können wir denn noch so einen Turm hinsetzen? Da kommt ja dann unser Wohnturm hin. Da wird es ja auch nicht allzu niedrig werden. Vielleicht, wir müssen mal sehen, wie wir die Mauer dann weiterbauen. Im Moment sieht es ja so aus, als wäre sie hier fertig da unten. Aber man kann ja zum Beispiel hinter dem Krankenhaus, ach, das ist noch eine Ecke weg, das sieht man jetzt von hier nicht. Hinter dem Krankenhaus ist ja auch noch so eine Fläche, die auch noch eine Mauer vertragen könnte irgendwie. So, dann geht es jetzt irgendwo da hoch. Hier zum Beispiel. Dann mache ich jetzt mal hier. Das mache ich dann nachher zu. Erstmal machen wir das so und dann haben wir ja hier die Dinger drauf gemacht. Zack. Das Ding hin, da kam hier der Zaun hin und dann kam auf den Zaun eine Lampe und wow, da sind wir fertig. So, fast jedenfalls muss ich hier wieder runterkommen. Erstmal müssen wir diese Dreck hier wieder wegmachen. War hier noch einer? Nee. So, da war auch keiner mehr. Hier müssen wir dann noch abändern. So, dann ist jetzt also das. Kommt gleich wieder dran, keine Bange. Ich muss ja erstmal hier hin. Oder wir nehmen das hier erstmal weg. Nochmal. Wir bauen es dann hier wieder hin. Wir bauen sozusagen hier ein. Tschüss, ade, ihr liebe Leute. Jetzt ist vorbei. Alles ist finster. So, jetzt bauen wir uns hier runter. Das alles weg. Hier hatte man dann irgendwie auch noch so
Schönerungsdinger dran gebracht, glaube ich. Ne? War doch so, irgendwie so, dass das so ein bisschen hübscher aussah. Genau. Vielleicht sieht es jetzt von ihm ein bisschen anders aus als der andere, aber das ist jetzt erstmal egal. So, dann haben wir hier schön unsere Dachstube. Ja, damit ist der Wachturm fertig. Jetzt müssen wir hier drin noch Licht anbringen. Machen wir das mal da oben. Da reichen eigentlich auf jeder Seite zwei. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Fackeln hier mit. So, hier ist Licht. Jawohl. Hier ist Licht. Jawohl. Dann brauchen wir noch Türen. Da nehmen wir doch durchaus Fichtenholz, Türen. Und da könnte man hier sogar Trittstufen, Automatikstufen reinbauen noch. Du kannst ruhig hier stehen bleiben. Kein Problem. So, dann sind wir aber gerade gut hingekommen. Knapp hingekommen. Mit den Fichtenholzkram. So, dann haben wir hier eine Tür. Und dann haben wir hier unten eine Tür. So, damit ist das Ding fertig. Und jetzt gucken wir uns das mal so ein bisschen aus der Entfernung an. Aber wir müssen uns, glaube ich, noch mehr entfernen. Nee, das ist alles zu nah. Wir gucken uns das mal von der anderen Seite an. Also zum Beispiel von Opa Zierons Haus. Der hat ja dann schon wieder was Neues zu gucken. Was seine... Ach, ich bin immer wieder begeistert von dieser Textur hier. Wie toll. So. Einfach nur ein Foto aus Wikipedia war das. Kies-Textur. Dann gucken wir mal hier bei dir, lieber. Das ist, ob das jetzt in etwa ähnlich aussieht. Ach, wir haben oben das Licht vergessen. Dann schneit es da wieder drauf. Ja, das machen wir gleich noch. Ich habe eh noch nicht mehr genug Dinger. Okay, dann müssen wir noch Lichter anbringen oben. Warum haben wir da die Fackeln und da nicht? Da müssen noch auch Fackeln drin sein eigentlich. Auf jeden Fall sieht er schon ziemlich ähnlich aus. Soll es ja auch. So, zwei Wachtürme da. Wunderbar. Also das ist ja jetzt, würde ich mal sagen, nicht unbedingt eine Einschränkung des Schauens, des Blickwinkels nach draußen. Das ist ja ein zusätzlicher Blickwinkel, ein zusätzlicher Blickpunkt. So, was machen wir jetzt noch? Wir holen gleich nochmal Fackeln. Nochmal Fackeln holen. Aus dem Lager. Ach, gehen wir mal hier rum. Er sagt ja immer, ich soll immer andere Wege gehen. Hier Invasion. Auf dem Haus hier von den guten Kane Games. Was hat er geschrieben? Kane Games D. Ach nee, das soll ein Grinsen sein. Ja, grinse mal schön. Ich hoffe, dir gefällt das hier noch. Mensch, er mit seinem Kaktus da. Da denkst du immer, da ist ein Virus, sag ich schon. Da ist da ein Creeper drin. So, Fackeln wollte ich. Da haben wir ja, glaube ich, noch genügend gehabt. Naja, so viel ist es auch nicht mehr. Da nehmen wir uns doch mal so ein paar Fackeln daher. Ein paar Kohlestücke daher, machen ein paar Fackeln. Und schmeißen wir wieder welche oben rein. So, was ist das? Holzkohle, ja. Ich weiß auch, wie Holzkohle geht. Wieso haben wir da jetzt noch Holzkohle übrigens?
Wird es schon wieder dunkel. Sieht so aus. Ja, dann lege ich mich doch gleich mal hier wieder hin. Dann können wir ja auch unten rumlaufen. Guten Nacht. Na gut, dann rennen wir gleich unten rum. Und legen uns mal... ja, legen wir uns mal hier rein. Da haben wir ja schon ein Bett drin. Oben, ne? So ist es. Gute Nacht.